Ja, hallo zu einem Video zum Wochenende. Wieder ein paar Gedanken vom Zentrum für Yoga. Markus Ritz, mein Name. Heute geht es um das Denken. Die meisten denken viel zu viel. Und in der Bibel zum Beispiel steht nicht, du sollst denken, du sollst viel denken, sondern du sollst ein gutes Leben führen, ein guter Mensch werden, nicht zu viel denken, nicht zu viel schwätzen, sondern tun. Werdet wie die Kinder, denn denen gehört das Himmelreich oder so. Ja, warum? Weil sie nicht zu viel denken, weil sie nicht zu viele Konzepte haben, nicht zu viele Vorstellungen, was alles ist, was ein Wissenschaftler gesagt hat, wie etwas ist, was ein Doktor gesagt hat, was ich für die Gesundheit tun muss, was irgendein Lehrer gesagt hat, wie ich etwas ausrechnen muss, sondern werdet wie die Kinder, denn die denken nicht so viel. Ja, selig die, die arm sind, arm an Gedanken, auch vielleicht arm an materiellen Dingen, weil dann denkt man nicht so viel, was man alles hat, was man verlieren könnte. Man hat sicher Gedanken, dass man zu wenig hat, aber umgedreht ist es oft viel schlimmer. Nun, worum geht's? Eben um die Verbindung, nicht zu viel denken, natürlich auch nicht zu wenig. Was meine ich damit? Nun, früher sind wir auf dem Spielplatz, haben da rumgeschaukelt, rumgeturnt und hat es niemand interessiert, nicht wirklich, ob man da runterfahren kann, ob man schon so weit ist als Kind. Ab einem gewissen Alter muss man dann so und so viele Fähigkeiten haben, dass man da nicht runterpurzelt und sich nicht das Genick bricht und sich nicht dies und das und jenes und welches. Was wäre, wenn? Könnt ihr euch auch dazu mal das Video anschauen. Ja, wir sind mit dem Fahrrad gefahren, um die Kurve auf dem Split ausgerutscht, aufgeschürft, vielleicht geweint, vielleicht geschrien, ja, oder einfach weitergefahren. Naja, wird schon heilen. Man hat sich angestoßen, blauen Fleck, aua, aua, aua. Das Weh war schlimm, der blaue Fleck hat niemanden interessiert. Heutzutage tut man vielleicht in einer Naturpraxis oder auch ärztlichen Praxis Schröpfkopftherapie machen. Man erzeugt Blutergüsse und viele haben dann Angst, so, was ist, wenn das zu stark ist? Wenn ich einen blauen Fleck habe, ist das schädlich und was kann passieren? Nun, was ist da passiert? Warum hat man plötzlich Angst vor blauen Flecken? Warum hat man plötzlich Angst? Eine aufgeschürfte Hautwunde, Gewebewunde kann sich infizieren. Wir haben gar nicht so viel als Kinder nachgedacht, sind einfach losgedüst. Die Oma hat dann Salbe oder Silberpuder drauf gemacht und dann ist man weitergefahren. Ja, und heutzutage, oh, ich muss schützen, ich muss einen Riesenverband machen und so weiter. Früher hat man Erkältung gehabt, alles war gut, hat sich ins Bett gelegt, ausgeruht. Irgendwann, wenn man wieder Lust gehabt hat als Kind, ist man aufgestanden, wieder rumgeturnt, weiter ging's. Heute könnte es ja eine schlimme Krankheit sein. Man weiß, was ich meine. Es wird Angst gemacht, wenn Sie keine Untersuchung machen, dann könnte dieses, jenes, welches passieren. Und man hat so viele Ängste im Kopf, so viele Vorstellungen, was alles passieren kann. Man weiß auch in der Forschung, dass 90% der Dinge oder 80%, ist auch schon viel, der Dinge, über die man sich Gedanken, Sorgen macht, niemals eintreten. Und natürlich ist das auch ein gefundenes Fressen für die Medien, für die Politiker und so. Für die Ärzte, man macht Angst, man schürt Angst. Wenn sie nicht, dann. Ja. Und niemand interessiert es, was passiert in meinem Körper, wenn die Regierung,
wenn die Ärzte, wenn die Wirtschaft, wenn irgendjemand Angst schürt. Da passiert, meiner Meinung nach, viel mehr, als wenn ich irgendeinen Erreger in mir drin habe. Weil die Angst lähmt das Immunsystem, schwächt den Körper und macht andere Dinge, die nicht gesund sind, fördert die Bildung von Stresshormonen und so weiter und so fort. Und man kümmert sich gar nicht mehr um das, was wirklich vorhanden ist, sondern das, was in einer Zukunft ist, über diese Dinge macht man sich Gedanken. Aber die sind überhaupt nicht da. Ja, werde wie die Kinder. Natürlich nicht so naiv. Eben die gute Verbindung zwischen Nichtdenken und der Vernunft, das kindliche Handeln, das kindliche Probieren, das Erforschen, das Freie, das Scheiß drauf, was passieren kann. Ich mache das jetzt einfach in Verbindung mit einem gesunden Verstand. Aber der wird irgendwie nicht mehr gefördert, weil man braucht einen Verstand, der viele Informationen speichern kann, aber der sich nicht mehr mit der Realität, also der materiellen Realität, wirklich auseinandersetzt. Geschweige denn mit den Dingen, die hinter der Materie stecken. Nun, und das macht die Menschen krank, weil sie zu viel denken, zu viel Sorgen haben und nicht mehr frei sind. Ja. Und so könnte man, wenn man interessiert ist, sich selbst verändern und sich von diesen krankhaften Bindungen einfach mal lösen. Das braucht natürlich Zeit, Schritt für Schritt. Doch durch dieses viele Denken, diese vielen Vorstellungen, Konzepte, Meinungen, Sichtweisen, verliert man das Gefühl für sich selber. Kinder haben noch viel Gefühl für sich selber, die wissen, was sie machen. Wenn das Lego fertig ist, hören sie einfach auf, so wie im Zen-Buddhismus, wo dann der Meister sagt, die Katze steht auf und geht weg. Und der Schüler muss nachdenken, was das bedeutet. Ja, Kinder denken da nicht drüber nach, sondern sie sind noch so wie im Fluss, die machen es einfach. Ernährungsrichtlinien. Wenn man nicht gerade natürlich Tonnen Schokolade hinstellt, die Kinder suchen sich aus dem Kühlschrank schon das raus, was sie brauchen. Hat auch was mit Vormachen zu tun, so wie sich die Eltern ernähren, so ernähren sich die Kinder im Großen und Ganzen natürlich. Die essen schon dann mal auch aufgrund anderer Einflüsse Schokolade und nicht so gute Dinge natürlich. Aber im Grunde jedes Kind entscheidet selber aus seinem Wesen heraus. Und der Erwachsene eben nicht mehr, gibt auch die Verantwortung ab. Entscheide du mal, Herr Doktor, entscheiden Sie mal, Herr Ökotrophologe. Herr sowieso, Sie wissen es ja besser. Ja. Und man macht sich überhaupt keine Gedanken, ob das wirklich so ist. Das Hinterfragen, gibt es auch ein Video dazu von mir. Es wird nicht mehr hinterfragt. Beziehungsweise nicht mehr hineingespürt. Ist es überhaupt noch gut, was ich da mache? Ist es überhaupt richtig oder könnte es annähernd richtig sein, was der Gegenüber mir erzählt, was der in dem Video erzählt? Und darum geht es im Leben. Eben eine gesunde Vernunft mit einer kindlichen Freiheit zu verbinden. Dass man aus diesen starren Konzepten hinausgeht, und das Denken bewusst verwendet und nicht aufgrund von Sorgen, von Nachrichten. Das sind alles Konditionierungen, wie das Gehirn, der Körper und alles außen herum, innen drin, konditioniert wird. Und dann, wenn der Mensch Angst hat, dann sagt man auch, da kommt ein Killer-Pilz und frisst dich auf und dann hat man sofort Angst. Statt dass man nachdenkt, gibt es überhaupt Killerpilze? Oder diese Affenpocken? Plötzlich hat es dann Affenpocken, andere Erreger sind plötzlich nicht mehr aktuell. Affenpocken, Affenpocken, dann hört man wieder nichts mehr.
von diesen Affen. Ja, und es ist einfach ein, ja, bleiben wir bei den Affen, Geäffel, was da passiert. So viel Geschwätz, so viel Panikschürerei und der Mensch, der eben so konditioniert ist, zu viel zu denken, zu viel Wissen zu speichern, nimmt diese Informationen in sich auf, diese negativen Informationen, und die setzen sich dann natürlich fest, weil man es so gelernt hat. Was wir euch sagen, das ist richtig. Was der Lehrer sagt, ist richtig. Auch wenn das Kind sagt, hey, können wir das nicht anders rechnen? Das geht doch genauso. Nein, Schema F, so wird's gemacht. Sonst kriegst du keine Punkte. Ja, und im Leben auch so, wenn du das nicht so machst, wenn du nicht so handelst, wie wir das wollen, wie wir das für gut empfinden, dann bist du verrückt, dann bist du ein Depp, dann bist du ein Querschläger. Ja. Und so hat man weder Vernunft noch Freiheit. Man hat nichts dergleichen, sondern man ist konditioniert, vorgeprägt und man wird immer weiter konditioniert und dann wird es umso schwieriger, wenn man dann vielleicht 80 ist, aus diesen Konzepten rauszukommen. Das schaffen ja viele Erwachsene gar nicht aus diesen höher, schneller, weiter, Arbeit, Familie, Sport, bla bla bla, immer diese Gleichheit aus dieser auszubrechen. Wenn man merkt, hey, irgendwie, ich werde krank, ich habe vielleicht einen Herzinfarkt gehabt und trotzdem aus diesen, aufgrund des Wissens, hätte sterben können, wenn ich mich so und so ernähre, wenn ich so weiterlebe, dann kommt es nochmal und ich sterbe. Da macht man sich keine Angst. Menschen schleifen Diabetes mit sich rum, ja, der Arzt wird es schon wissen. Wenn man in sich reinspüren würde, ein bisschen nur Gefühl hätte, wüsste man, hey, meine Ernährung ist nicht so gut. Man müsste nur schauen, Diabetes, Ernährungsfehler. Dann wüsste man, hey, wenn ich etwas verändere, dann brauche ich vielleicht nicht zu viele Medikamente. Aber wie viele Menschen machen das? Statt sich vom Guten konditionieren zu lassen, wird man immer von den Angstmachern, von den negativen, von den scheinbar einfachen Dingen konditioniert. Ich habe Kopfschmerzen, nehme eine Tablette und gut ist erstmal. Dass man aber die Vernunft einsetzt, hey, wenn der Arzt sagt, nimm ein Medikament und die Beschwerden kommen wieder, dann kann man es natürlich mal nehmen, aber wenn ich dann irgendwann nach 10 Jahren merke, hey, das sind immer wieder diese Beschwerden, ich habe immer wieder diese Rückenprobleme, immer wieder, immer wieder, dann muss doch allein schon die Vernunft sagen, da stimmt was nicht. Geschweige denn das Gefühl, das Körpergefühl, das Herz, das emotionale Herz, dann würde man doch etwas verändern. Ja, das war ein kurzes Video zum Wochenende. Gerne Video wieder oder schaut einfach in meinen Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga vorbei. Mit mittlerweile 760 und mehr Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ja, hinterlasst gerne ein Abo, ein paar Likes, da freue ich mich. Ja, ihr könnt auch die Videos teilen. Auf meiner Website schauen www.kraft-und-energie.com. Tschüss.